2 Jahre Ausbauphase, komprimiert in 10 Minuten. Wenn dich interessiert, wie ich das hier alles gebaut habe, dann bleib gerne dran. Und ich zeige bestimmt auch noch ein paar Bilder von unterwegs oder von hier, wo ich gerade bin. Für alle, die mich noch nicht kennen, ich bin Irene und dies ist mein selbst ausgebauter Van, in dem ich lebe, reise und als Psychologin und Online-Mentorin arbeite. Willkommen zu diesem Ausbauvideo. Oh, ich habe gerade wieder so einen netten Blick. Ich bin auf Teneriffa gelandet und schaue hier schon wieder übers Meer und möchte in diesem Video gerne zeigen, wie ich hier was gebaut habe. Ich habe einiges dokumentiert und dass ich überhaupt was dokumentiert habe, ist eigentlich der Verdienst meines Mannes, der mich immer wieder erinnert hat, Mensch, fotografier das, dokumentier das. Ich habe es immer wieder vergessen und damals wusste ich ja auch überhaupt noch gar nicht, dass ich einen YouTube-Kanal haben werde und wofür ich das überhaupt brauchen könnte. Insofern habe ich mehr Fotos gemacht als gefilmt, das kam erst später ein bisschen. Und ich habe diese Fotos mal zusammengeschnitten, so dass man ein bisschen nachvollziehen kann, was ich hier wie gebaut habe. Ich muss dazu noch sagen, als Vorbemerkung, diese Seite hier, dieser Schrank, hier gibt es leider nichts mehr davon. Ich habe zwar, weiß ich genau, dass ich das hier fotografiert habe, wie ich das mich draußen gebaut habe, aber mir ist mein Handy geklaut worden und offensichtlich sind diese Fotos nicht in der Cloud gesichert worden, denn die sind leider weg. Also davon gibt es nichts, aber von dem anderen gibt es eine ganze Menge und das habe ich zusammengeschnitten. Und ich habe auch noch ein Van-Planungstool gefunden, ein ganz einfaches, weil ich ja mehrfach gefragt worden bin, auch ob ich nicht mal einen Grundriss zeigen kann, was ich viele gar nicht vorstellen kann, wie das dann nun hier genau aufgebaut ist. Und ich habe mir die Mühe gemacht, das mal alles in diesem Planungstool zusammenzustellen. Ich muss dazu sagen, das ist halt sehr einfaches Tool, man kann nicht so viel machen, die Qualität ist auch nicht ganz so toll, aber man kann, glaube ich, ganz gut erkennen, wie hier was tatsächlich aufgebaut ist und ich habe ganz viele Maße damit reingeschrieben und dann könnt ihr euch das vielleicht besser vorstellen und habt eine Ahnung, wie hier was verbaut ist. Also ja, lade ich euch herzlich ein, das anzuschauen. Viel Spaß dabei! Thank you.
Bevor ich euch die Planungsskizzen zeige, möchte ich da vielleicht noch ein paar Anmerkungen zuvor machen. Erstens ist es total witzig, ich habe ja nichts vorher geplant und habe es überhaupt nicht hingekriegt, irgendwas mal aufzumalen oder wie ich was haben wollte. Weiß ich nicht, da hatte ich irgendwie eine völlige Blockade, das konnte ich gar nicht. Und ich finde es lustig, dass ich jetzt im Nachhinein so ein Planungstool verwende. Das nennt sich Plan Your Van. Ist ein ganz einfaches Tool, was mir aber dafür eben ganz lieb war, weil ich habe ein bisschen was mit SketchUp mal gemacht, aber es ist halt so umfangreich. Müsste ich mir wieder 1000 Tutorials angucken, da hatte ich keine Lust zu. Und da habe ich dieses einfache Tool genommen. Da ist noch dazu zu sagen, es gibt verschiedene Automodelle auszuwählen, aber natürlich gab es keinen Mercedes Citan. Und ich habe dann das kleinste, was ich gefunden habe, genommen. Das war ein VW-Bus. Also die Maße hinten für den Wohnraum kann man alle völlig anpassen. Die habe ich also an mein Auto angepasst. Aber die Schnauze ist jetzt von einem VW-Bus. Ja, das sieht halt ein bisschen komisch aus. Aber egal. Aber es geht ja mehr um den Wohnraum und um den Innenraum, um das mal zu sehen. Und was auch noch dazu zu sagen ist, dass dieser Wohnraum, der ist wirklich wie so ein Kasten in diesem Plan Your Van Tool. Und das stimmt natürlich nicht, weil das ist ja hier alles gebogen und rund und geht hinten, wird es schmaler und das stimmt insofern, wenn ihr das seht, sieht das natürlich in Wirklichkeit nicht so aus. Und die Maße sind halt dann auch immer die Maße da, wo es am größten war und das ist halt auch nicht so. Ein Schrank hat nicht eine breite, tiefe Höhe, sondern das variiert hier alles völlig. Aber als Anhaltspunkt ist das vielleicht ganz hilfreich. Und es kam auch noch eine Frage zu dieser Deckenhöhe, da habe ich euch auch die Maße da reingeschrieben, aber auch die Frage, wie groß ich bin, das ist ja nun auch unterschiedlich, ich bin 1,63 und es kam auch die Frage, wie viel Platz ich denn noch hier vom Kopf bis zur Decke habe. Und wenn ich gerade sitze, habe ich hier noch 10 cm und das war mir auch wichtig. Ich wollte nicht so dieses Gefühl haben, oh, so gedrückt zu sein von oben und krumm sitzen zu müssen. So habe ich dann lieber auf Stauraum verzichtet, wobei mir der Stauraum auch echt ausreicht. Aber das Gefühl, oh, ich kann mich hier noch bewegen, war mir ganz wichtig. Ja, das vielleicht noch als Vorbemerkung und dann schaut euch gern die Planungsskizzen an. Und wenn noch Fragen kommen, könnt ihr sie gerne in die Kommentare stellen. Dann schaue ich, ob ich sie einzeln beantworte, wenn das nur einzelne sind oder vielleicht auch noch mal in einem Video drauf eingehe. Aber was mir auch noch einfällt, mein Auto hat ja die Besonderheit, dass es halt eigentlich eine Rücksitzbank hatte und hier der Fußboden so runterging für den Fußraum. Und das konnte ich in dieser Planungsskizze, das gab es halt auch nicht, da war der Boden halt gerade. Was man hier ganz gut erkennen kann, ist, dass man die Schiebetür auf der Fahrerseite nicht mehr zum Ein- und Aussteigen benutzen kann.
Und wenn ihr wissen wollt, wie das in Natura wirklich aussieht, habe ich euch hier oben mein Van-Tour-Video verlinkt. Den Fahrersitz muss ich übrigens nicht verschieben, um diese Bettlänge zu erreichen. Ich hoffe, dass ihr euch meinen Ausbau jetzt besser vorstellen könnt und dass damit auch einige Fragen beantwortet sind, die ihr mir in den Kommentaren gestellt habt. Wenn ihr mögt, nehme ich euch gern noch ein bisschen mit auf Tour, vor allen Dingen durch Nordspanien. Es hat mir total gut gefallen. Dort gab es so viele kleine Orte und auch viele Plätze, wo man kostenlos stehen durfte. So wie hier auch in Torre de Don Miguel. Ein wunderschöner kleiner Ort. Und mir sind immer ganz viele Tiere begegnet auf dieser Reise. Das war schon sehr bemerkenswert. Immer wieder, und es hat total gut getan. Ich liebe Tiere. Von hier aus ging es dann weiter nach Portugal. Da ich sehr spontan erst späten Nachmittag losgefahren bin, war es etwas fatal, weil ich vergessen habe, dass es ja eine Stunde Zeitunterschied gibt. Und so war irgendwann klar, dass ich erst im Stockdunkeln an meinem nächsten Stellplatz ankommen würde, der weit weg von jeder normalen Straße lag. 3 Kilometer Sandweg. Aber ich habe es gefunden und bin nächsten Morgen so belohnt worden. Hier waren die Tiere nun ein bisschen größer, aber so herrlich und vor allem sehr neugierig. Und dieser Stellplatz hat nichts gekostet, aber es wurde erwartet, dass man eine Gegenleistung bringt, und es gab unheimlich viel Arbeit auf dieser Farm. Und so durfte ich ein bisschen Gartenarbeit machen, was aber mega Spaß gemacht hat. Und als nächstes bin ich auf einer Schaffarm gelandet. Ja, die Tiere haben es mir dieses Mal irgendwie angetan. Und dann bin ich zu meiner Tochter gefahren, die auch fern von jeglicher Zivilisation als Workaway auf der Permakulturfarm gearbeitet hat. Das war total nett, auch wenn das Wetter dann ziemlich schlecht wurde. Aber auch hier gab es so einige Tiere. Ich konnte dann sogar in der Küche sitzen und dort dann mein Video weiterschneiden mit sehr süßer Begleitung. Und dann habe ich mich aufgemacht zu einem weiteren Stellplatz auf einer Korkeichenplantage von einem Portugiesen. Der hat hier sogar so einen Gemeinschaftsraum mit Küche zur Verfügung gestellt und auch mit vielen Tieren. Mein erster Blick aus dem Fenster morgens. Das war nicht ganz besonders schön.
wie aus dem Nichts. Vorher war alles still und dann so ein Tohuwabohu. Ich hatte immer nur diesen Satz im Kopf, oh, die Freibad-Saison ist eröffnet. Das hat mir einfach ein Lächeln ins Gesicht gezaubert. Und auch hier gab es ein Kätzchen, das eine ganze Mentoring-Session durch auf meinem Schoß gelegen hat. Und noch eine wunderhübsche. Und auch meinen Abendspaziergang musste ich nicht alleine unternehmen. Schließlich war es Zeit, in den Süden von Spanien zu fahren, nach Huelva, ans Meer, zum Fährhafen. Von hier aus habe ich die Fähre genommen nach Teneriffa. Und habe auch hier die Zeit unterwegs genutzt, um noch ein bisschen an dem Video weiterzuschneiden, was ihr jetzt seht, hier mit Blick auf Lanzarote. Und dann bin ich schließlich tatsächlich auf Teneriffa angekommen, nach 38 Stunden Fährfahrt, und habe mir einen kleinen Campingplatz auf einer Papaya-Plantage gegönnt. Auch wieder mit Tieren und mit einer neuen Mitbewohnerin. Bin ich hier jetzt gelandet, und wenn es euch interessiert, wie es weitergeht, dann schaut gern wieder vorbei. Ich würde mich freuen.